Ich rufe deshalb auf den Tagesordnungspunkt 13. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern, Drucksache 20/3016 zu Drucksache 20/2951. Hierzu wird mit aufgerufen Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 20/3060. Weiterhin wird aufgerufen Tagesordnungspunkt 14, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020, Drucksache 20/3017 zu Drucksache 20/2950. Abstimmung über die Einzelpläne findet vereinbarungsgemäß erst nach Ende der Beratung statt. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket und zur Änderung des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen Schulen, das ist 20/3018 zu 20/2952. Bei allen drei Gesetzentwürfen ist der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Abg. Wolfgang Decke, der Berichterstatter. So, machen wir dann den Bericht. Bitte sehr. Herr Präsident, vielen Dank. Konsequenterweise trage ich dann an einem Stück, so wie mir das gelingt, auch alle drei Beschlussempfehlungen vor. Das sollten wir hinkriegen. Also zunächst die Beschlussempfehlung zum Gesetz über das Sondervermögen Hessen gute Zukunftssicherung. Der Haushaltsausschuss gibt folgende Beschlussempfehlung. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Diese Empfehlung ist mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegangen, gegen die Stimmen von der SPD, der AfD und Freien Demokraten bei Stimmenthaltung der LINKEN. Beschlussempfehlung zum Gesetz der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020. Hier spricht der Haushaltsausschuss folgende Empfehlung aus. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Dies geschieht mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, AfD, Freie Demokraten und der LINKEN. Und zweitens empfiehlt der Haushaltsausschuss dem Plenum, zu den Einzelplänen folgende Beschlüsse zu fassen, die Sie Ihrer Vorlage entnehmen können. Und last but not least die Empfehlung zum Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket und zur Änderung des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen Schulen. Die Beschlussempfehlung lautet hier, der Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Dies geschieht mit den Stimmen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN bei Stimmenthaltung von AfD und Freien Demokraten. Danke schön. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Zu den Gesetzentwürfen, meine Damen und Herren, zu den Gesetzentwürfen werden weiterhin aufgerufen, Tagesordnungspunkt 102. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der AfD betreffend Änderung des § 1 Absatz 2.4 der Hessischen Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie. Das ist Drucksache 20/3051 und es wird aufgerufen der Tagesordnungspunkt 103, Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Einführung einer Vermögensabgabe, um Kosten der Corona-Krise zu tragen. Das ist Drucksache 20/3061 und wir hatten den Punkt 109, Tagesordnungspunkt 109 ebenfalls mit aufgerufen. Jürgen der Bäschke, ja. Gut. Wir haben uns insgesamt auf eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion verständigt. Und die Reihenfolge könnten wir handhaben wie üblich, wobei wir ja den 02er nicht zur Beratung haben. Deshalb wird die Landesregierung am Ende der Debatte sprechen. Es würde die SPD beginnen, dann BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten, DIE LINKE, CDU und fraktionslose Kollegin, wenn sie möchte. Hat irgendjemand dagegen, dass wir das so machen? Keine. Wenn einer etwas dagegen hätte, würden wir es auch so machen. Aber ich wollte wenigstens einmal gefragt haben. Es hat das Wort die Vorsitzende der SPD-Fraktion, Frau Kollegin Nancy Faeser. Bitte sehr, Nancy. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Bundeskanzler AD Helmut Schmidt hat einmal gesagt, Charakter zeigt sich in der Krise. Dass Sie den von Schwarz-Grün nicht haben, haben wir seit gestern leider feststellen müssen.
Wir müssen nicht, meine Damen und Herren, darüber streiten, dass wir im Gefolge der COVID-19-Pandemie die wohl wirtschaftlich größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Und eine Krise diesen Ausmaßes verlangt vom Staat, von der Politik eine angemessene Antwort. Ich denke, darüber können wir uns auch alle einig sein. Nun will die Landesregierung von diesem Parlament 12 Milliarden Euro für ein sogenanntes Sondervermögen haben, 12 Milliarden Kredite. 12 Milliarden Euro, das sind 4% des hessischen Bruttoinlandproduktes. 12 Milliarden, das ist mehr als ein Drittel eines normalen Jahreshaushaltes. 12 Milliarden Euro, die ausschließlich aus neuen Schulden bestehen sollen. Sind 12 Milliarden Euro die Antwort auf die Krise? Das kann zum heutigen Zeitpunkt seriös niemand sagen. Denn wir sind ja lange noch nicht am Ende der Pandemie. Solange es keinen Impfstoff gibt und kein heilendes Medikament, solange wird es keine vollständige Normalität im Alltag geben. Und solange werden viele Menschen in unserem Land darauf angewiesen sein, dass der Staat, ich sage es noch einmal ganz deutlich, das heißt die Allgemeinheit, ihnen hilft, um die schlimmsten Folgen der Corona-Pandemie zu mildern. Das war und ist seit dem Ausbruch von COVID-19 das Ziel meiner Partei und Fraktion, Hilfe, Unterstützung und Zukunftsperspektiven für jene, die unter der Krise besonders zu leiden haben. Das gilt gesundheitlich, sozial und auch materiell. Und deshalb, meine Damen und Herren, haben wir auch einen Lösungsvorschlag auf den Tisch gelegt, gemeinsam mit der FDP einen Nachtragshaushalt von immerhin 4,5 Milliarden Euro. Das sind übrigens 500 Millionen € mehr für 2020, als Sie vorgelegt haben. Und Sie reden hier von kleinteilig. Ich will es noch einmal sagen. 4,5 Milliarden Euro, das sind 4.500 Millionen. Da kann man nicht von kleinteilig reden, Herr Bellino. Einen Nachtragshaushalt haben wir gemeinsam vorgelegt, wie der Deutsche Bundestag und das Land Niedersachsen, an dem Sie ja beteiligt sind in einer großen Koalition, die gestern 8,4 Milliarden in einem Nachtrag an Hilfen auf den Weg gebracht haben. Also ein taugliches Mittel in der Krise. Und deshalb hören Sie endlich auf, so zu tun, als gäbe es keine Alternativen zu Ihrem Schattenhaushalt. Und wir haben auch über den Tag hinaus unsere Unterstützung zugesagt für den Herbst und auch für die kommenden Jahre. Bisher hat die Gesellschaft in unserem Land in der Corona-Krise vorbildlich zusammengehalten. Sehr viele Bürgerinnen und Bürger haben sehr Großes für die Allgemeinheit geleistet. Ich will sie nur noch einmal nennen. Die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, die Erzieherinnen und Erzieher, die Lehrerinnen und Lehrer, die Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel, in der Logistikbranche und vor allen Dingen, die will ich mal hier besonders erwähnen, die Eltern, die gleichzeitig Arbeit und Kinderbetreuung stemmen müssten. Und lassen Sie mich auch diejenigen noch einmal erwähnen, die die größte Last der Krise getragen haben, sind die Frauen in unserem Bundesland, meine Damen und Herren. Sie alle haben uns in den zurückliegenden Monaten gezeigt, wie man eine Krise Tag für Tag bewältigt, wie man Zusammenhalt und Solidarität lebt. Und das, obwohl viele von Ihnen in wirklich existenzielle Sorgen sind. 52.000 Betriebe haben allein in Hessen Kurzarbeit angezeigt. Ganze Wirtschaftszweige, Bars, Kneipen, die Veranstaltungsbranche, Tourismus, die Kunst- und Kulturszene stehen vor dem Materiellen aus. Zu den vielen Arbeitsplätzen, die in den vergangenen Monaten bereits verloren gegangen sind, kommen noch mehr hinzu, die akut bedroht sind. Ich nenne mal nur beispielhaft die Luftverkehrsindustrie, wo wir wirklich viel dafür tun müssen, dass, wenn staatliche Gelder kommen, auch ein Schutz für die Beschäftigten besteht, meine Damen und Herren. Da gibt es einen Zusammenhang. Und in dieser Situation ist es die Aufgabe des Staates, ja, seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den Betroffenen zu helfen. Diese staatlichen Hilfen kosten Geld, sehr viel Geld.
Und wie dieses viele Geld, das ja Geld der Allgemeinheit ist, letzten Endes in etwas Gutes, Sinnvolles verwandelt werden kann, darüber entscheiden die Parlamente dieser Länder in unserem Land, meine Damen und Herren, der Haushaltsgesetzgeber. Und je breiter der politische Konsens darüber ist, was in der Krise hilft und wem zu helfen ist, umso notwendiger, meine Damen und Herren. Deswegen haben wir als SPD im Hessischen Landtag auch bisher alle Maßnahmen zur Krisenbewältigung unterstützt. Alles kam von der Landesregierung. Wir haben mal eben schnell 2 Milliarden Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht, an einem Tag in 3 Lesungen, meine Damen und Herren, und die Ausnahme der Schuldenbremse. Ich glaube, man kann uns nicht vorwerfen, dass wir unserer Verantwortung nicht nachgekommen sind, meine Damen und Herren. Und jetzt sind es 12 Milliarden, die man von uns in der Zustimmung verlangt, meine Damen und Herren. Diese Summe ist riesig, und die Verantwortung, die man dafür übernimmt, ist auch riesig. Falls wir als Parlamentarier dazu bereit sein sollten, diese Verantwortung auf uns zu laden, dann müssten wir dieser Verantwortung auch gerecht werden. Und dazu gehört unbedingt, dass man sorgsam über die Kreditmittel wachen und deren Verwendung konsequent kontrollieren kann. Genau das, aber die konsequente Kontrolle der Mittelverwendung, ist in Ihrer Konstruktion des Schattenhaushaltes überhaupt nicht möglich, meine Damen und Herren. Und deshalb finden wir, dass es nicht notwendig ist und nicht richtig ist, diese Mittelverschiebung vom Haushaltsgesetzgeber auf die Exekutive. Diese Verschiebung wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Diese weitgehende freie Hand für die Exekutive, die lehnen wir ab. Und ich will Ihnen das noch einmal verdeutlichen. Der Landtag soll mit dem sogenannten Sondervermögen einen erheblichen Teil seiner Kompetenzen abgeben, die in Artikel 139 der Hessischen Verfassung verankert sind. Das ist haushaltsrechtlich wenigstens zweifelhaft. Vor allem aber ist es, freundlich gesagt, eine demokratische Zumutung für das Parlament, meine Damen und Herren. Es geht hier nicht um Opposition und Regierung, es geht hier um Parlament oder Regierung. Die Verfassung sieht ein Jährlichkeits- und ein Einheitsprinzip vor. Das ist bei Ihrem Schattenhaushalt anders, und das lehnen wir deshalb im Sinne der Klarheit und Wahrheit des Haushaltsgesetzgebers ab. Nun haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und GRÜNE, gestern wieder sehr eindrücklich bewiesen, wie gleichgültig Ihnen die Kritik der Opposition ist. Sie schaffen ja lieber Gesetze ab, die Ihnen im Weg stehen, als auf berechtigte Einwände anderer einzugehen, meine Damen und Herren. Und weil das so ist, will ich Ihnen die Kritik des Rechnungshofes noch einmal vorlesen. Der Rechnungshof sieht die Bildung, das ist jetzt Zitat, der Rechnungshof sieht die Bildung eines Sondervermögens kritisch und bittet zu prüfen, ob die buchhalterische Verschiebung von Lasten ein Grund ist, der in die Durchbrechung des Grundsatzes der Einheit und Vollständigkeit des Haushaltsplanes rechtfertigt. Das kann man eigentlich nicht missverstehen, meine Damen und Herren, denn es ist in der vorsichtigen Sprache des Rechnungshofes nicht weniger als ein totaler Verriss Ihrer Pläne, 12 Milliarden € über die nächsten Jahre der Kontrolle des Parlaments zu entziehen. Wir können übrigens heute auch beim DBB noch einmal nachlesen. Der hat seine Kritik heute noch einmal erneuert an einem solchen Konstrukt. Und jetzt argumentieren Sie hier vorne mit Sicherheit und Kontinuität. Die einzige Sicherheit, meine Damen und Herren, die Sie mit Ihrem Schattenhaushalt schaffen, ist aber Ihre eigene. Sie schaffen sich bis zur Landtagswahl die Sicherheit, dass immer noch ein bisschen Geld da ist, was Sie auch verwenden können, solange Sie nur sagen, es hat etwas mit Corona zu tun, meine Damen und Herren. Und wenn ich mir anschaue, wie sehr Sie das, was Sie aus dem Sondervermögen zur Krisenbewältigung finanzieren wollen, dem gleicht, was Sie ohnehin schon vorhatten, oh Wunder,
dann kann das Misstrauen gegenüber diesem Schattenhaushalt gar nicht groß genug sein. Und, meine Damen und Herren, es geht hier nicht um Wünsch dir was, sondern es geht um die Bewältigung einer Krise. Klug und richtig wäre es aus unserer Sicht gewesen, in einer großen Krise den größtmöglichsten Konsens zu suchen, sich selbstkritisch zu prüfen, um Irrwege zu vermeiden, dem großen Zusammenhalt der Gesellschaft, einen großen Zusammenhalt der Politik zur Seite zu stellen. Aber dazu waren und sind Sie offensichtlich nicht bereit und nicht in der Lage, meine Damen und Herren von der Regierungsbank, von CDU und Grünen. Sie handeln unklug und Sie handeln falsch. Sie haben sich entschieden, ohne Rücksicht auf Verluste durchzuziehen, was Sie für richtig halten. Es gelten keine Kompromisse mehr, kein Entgegenkommen. Und deshalb wollen Sie nun die Kriterien für die Ausnahme zur Schuldenbremse aushebeln. Regierungsmehrheit statt Zweidrittelmehrheit. Das, meine Damen und Herren, ist Machtpolitik mit der Brechstange und ein Tiefpunkt des Parlamentarismus, meine Damen und Herren. Aber ich will Ihnen das noch einmal sagen. Der Flurschaden, den Sie gerade damit anrichten, ist schon enorm. Aber der politische Preis, den Sie eines Tages dafür zahlen müssen, der ist umso größer. Sie wollen ein Gesetz über eine Zweidrittelmehrheit mit einfacher Mehrheit abschaffen, weil es Ihnen, der Regierung, nicht praktikabel erscheint. Das ist nur eine Gesetzesänderung, meine Damen und Herren. Aber wir alle wissen, dass Demokratien in kleinen Schritten beschädigt werden. Und nun, meine Damen und Herren, sagen Sie von den Regierungsfraktionen, Sie hätten schon mehrmals als einen Kompromiss angeboten. Ich komme gleich drauf. Das ist nun wirklich lächerlich. Sie haben uns vor allen Dingen angeboten, wir hatten nämlich schon eine Verhandlungsrunde vor dem Kabinett, wo wir unsere Bedenken gesagt haben. Sie haben es trotzdem so belassen. Sie haben uns angeboten, ein paar Millionen obendrauf zu legen, damit auch die SPD politische Projekte umsetzen kann. Ja, haben Sie wirklich geglaubt, meine Damen und Herren, die SPD sei käuflich? Haben Sie gehofft, wir würden uns unsere berechtigten Einwände abkaufen lassen? Haben Sie nicht gemerkt, dass genau das der kulturelle Unterschied zwischen Ihnen und uns ist, meine Damen und Herren? Und ausgerechnet Sie wollten den Teil mit den, das war nämlich der einzige Kompromiss, den es gab, den Teil mit den Kommunen der Steuermindereinnahmen rausnehmen, gerade den, den wir für unstreitig gehalten haben. Und warum, wenn Sie von Kontinuität und Sicherheit der Kommunen reden, warum wollen Sie dann den Teil ausgerechnet rausnehmen? Und warum waren Sie nie bereit, gemeinschaftlich, nein, das haben wir nie gefordert, nein, warum sind Sie nicht in der Lage, den Kommunalen Finanzausgleich 2021 entweder jetzt zu verhandeln oder im Herbst dann gemeinsam mit einem Sondervermögen? Das würde den Kommunen Sicherheit und Kontinuität geben. Das Auseinanderfallen aber gerade nicht, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch etwas zu den Verhandlungen sagen. Ich habe früher viel verhandelt, auch große Transaktionen in meinem Berufsleben. Und bei so einer Summe von 12 Milliarden € hat das über Wochen gedauert. Man hat Tag und Nacht dran gesessen und verhandelt und gerungen. Hier geht es um öffentliche Gelder, 12 Milliarden €. Und wir haben immer nur wenige Stunden zusammengesessen. Und am Montag wurde dann gesagt, nach anderthalb Stunden, so, jetzt ist es leider rum. Ich muss Ihnen sagen,
Das ist ehrlich gesagt kein verantwortungsvolles Handeln, wenn man über eine solche große Summe, die öffentliche Gelder sind, zu verhandeln. Wir wären sogar bereit gewesen, einen Teil des Sondervermögens jetzt zu beraten, um die Steuerausfälle auszugleichen. Aber da hat man uns nur gesagt, das sei ja rechtlich nicht möglich. Da waren wir, Herr Ministerpräsident, am Sonntag am Telefon weiter. Da waren wir weiter. Und ich will Ihnen eins sagen. Mein Eindruck von Verhandlungen ist der, dass ich in einem Telefonat mit dem Ministerpräsidenten weiter war als in den ganzen Verhandlungen. Vielleicht wäre es gut gewesen, der Ministerpräsident wäre dabei gewesen, meine Damen und Herren, bei solch einem wichtigen Thema. Frau Kollegin Faeser, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Meine Damen und Herren, offensichtlich geht es Ihnen nur ums Durchregieren, um den Machterhalt. Vielleicht ist dieser Unterschied in der politischen Kultur von Ihrer Seite wirklich nicht überbrückbar. Ich besaure sehr, dass diese Landesregierung mit dieser Regierungskoalition selbst in der historisch beispiellosen Krise nicht möglich ist, von ihren bisherigen Mustern der Politik zu machen, runterzugehen und im parteitaktischen Klein-Klein zu verharren. Meine Fraktion und ich haben auf einen überparteilichen Konsens der Demokraten hingearbeitet. Und ich sage es Ihnen heute noch einmal, wir sind immer noch verhandlungsbereit. Die dritte Lesung ist erst nächste Woche. Ich reiche Ihnen erneut von diesem Pult die Hand zur weiteren Verhandlung. Und wenn Sie sie nicht annehmen, wäre das keine gute Nachricht für dieses Bundesland. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Das Wort hat nun der Abg. Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, wir hatten uns doch einmal geeinigt, wenn ein Redner ans Rednerpult geht, dass wir die Bemerkungen freundschaftlicher und anderer Art unterlassen. Aber wir sollten das auch weiter so handhaben. Kollege Kaufmann hat das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen heute in der zweiten Runde über drei Gesetze, die zusammen uns die Grundlage geben, die Corona-Krise erfolgreich zu bewältigen. Denn diese Krise hat tief in unser aller Leben eingeschnitten. Das scheint mir auch im Konsens festgestellt zu werden. Durch ebenso besonnenes wie entschlossenes Handeln sind wir bislang besser als andere Länder durch die Situation gekommen. Und das soll auch so bleiben. Wir können und wollen diese Krise bewältigen. Ich unterstreiche es am besten gemeinsam. Das gilt in Bezug auf ihre gesundheitlichen Gefahren. Es gilt aber auch bei der Bewältigung ihrer ökonomischen, sozialen und kulturellen sowie gesellschaftlichen Folgen. Wir stehen vor der Aufgabe, den Neustart unseres Landes zu organisieren. Nicht Rezession oder gar Stagnation dürfen jetzt das Bewusstsein bestimmen, sondern Anpacken, Zuversicht und der Wille zur Gestaltung. Wir wollen, ich nehme an, das gilt auch für alle, dass Hessen stärker aus der Krise herauskommt, als es in die Krise hineingegangen ist. Hierzu können wir alle mit guten Ideen, denke ich, eine Menge beitragen. Aus unserer Sicht sind die Themen ökologischer Aufbruch, soziale Erneuerung und gesellschaftlicher Zusammenhalt dabei wichtiger denn je.
Meine Damen und Herren, dieser Neustart ist ein Kraftakt, insbesondere in finanzieller Hinsicht. Wer wollte das bestreiten? Um die Aufgaben zu bewältigen, wollen wir, das wissen Sie, für Hessen mit dem Gute-Zukunftssicherungsgesetz ein Sondervermögen in Höhe von 12 Milliarden € schaffen. Die Opposition will dies nicht, sondern sie will fragmentiert die Aufgabe in Einzelportionen über diverse Nachtragshaushalte bewältigen und die Mittel nur sukzessive bereitstellen. Die Auseinandersetzung über diese Frage führen wir heute weiter, nachdem wir bereits letzte Woche und vor allem auch gestern uns darüber ausgetauscht haben. Meine Damen und Herren, bevor ich in die Betrachtung der einzelnen Gesetze einsteige, möchte ich deshalb noch einige Bemerkungen zu der bisherigen Auseinandersetzung machen. Ich will damit niemanden hier angreifen. Vielleicht könnte es aber gelingen, das Nachdenken ein bisschen zu stimulieren. Meine Damen und Herren, wenn wir unseren Diskussionen Schlagworte benutzen, sollte man nie vergessen, wen diese zumindest auch treffen und schlagen. Der Begriff Blankoscheck zum Beispiel kritisiert ja nicht nur den politischen Konkurrenten, sondern gleichermaßen die vielen Hunderte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien und bei den Regierungspräsidien, die sehr engagiert und präzise und praktikable Richtlinien erarbeiten. Diese Abstimmung mit diversen Institutionen und Vorgaben, angefangen bei der EU, die die Geldleistung administrieren, kontrollieren und schließlich Berichte erstellen, unter anderem für uns Abgeordnete. Da wird kein Cent als Blankoscheck ausgereicht, und das sollte man auch nicht unterstellen. Ebenso der Begriff Kriegskasse ist, und ich hoffe, dass wir hierüber wenigstens einig sind, definitiv deutlich unangemessen. Niemand führt hier Krieg. Niemand fügt hier Krieg, so angespannt das Verhältnis zwischen den Parteien und Fraktionen gelegentlich auch sein mag. Alle agieren auf der Grundlage derselben Verfassung und haben das Wohl des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger zu mehren. Wenn ich daran erinnere, will ich damit niemandem unterstellen, dass er oder sie andere Motive an die erste Stelle gerückt hätte. Meine Damen und Herren, schließlich taucht im Zusammenhang mit der Debatte über das Quorum in Artikel 141 Gesetz die Aussage wiederholt auf. Wir haben es sinngemäß eben auch gerade gehört, dass es sich um einen Eingriff in Parlamentsrechte handle. Ich erlaube mir den Hinweis, dass dies falsch ist. Die Rechte des Landtags bleiben völlig unverändert. Er allein entscheidet als Gesetzgeber und erste Gewalt. Was sich ändert, ist der Einfluss der Opposition auf die Entscheidung des Landtags. Da wir die Konkurrenz von Regierung und Opposition als einen der Grundpfeiler der Demokratie brauchen und glücklicherweise auch haben, muss am Ende das Parlament im Parlament stets die Mehrheit entscheiden. Das steht in unserer Verfassung, und dort steht auch von Ausnahmen, die die Verfassung selbst normiert, abgesehen, was die Mehrheit quantitativ ist. Sie alle kennen Artikel 88 der Verfassung des Landes Hessen. Wenn über eine andere Vorgabe dieses Prinzip modifiziert wird, dann muss dies die Verfassung also selbst vorgeben, was bei der Schuldenbremse aus guten Gründen ausdrücklich nicht der Fall ist. Wer einen anderen Eindruck in der Öffentlichkeit vermitteln möchte, verehrte Kollegin Faeser, verhält sich also nicht wahrhaftig. Deshalb appelliere ich an alle, dass wir begrifflich etwas präziser argumentieren sollten, selbst im Zustand der Erregung. Meine Damen und Herren, als Nächstes will ich den vorgelegten Nachtragshaushalt, den zweiten in diesem Jahr, kurz etwas genauer betrachten. Er ist eher ziemlich unspektakulär. Zunächst ist festzuhalten, dass er das Haushaltsvolumen insgesamt reduziert.
In den Fachkapiteln enthält er drei Änderungen, deren erste eher von nachrangiger finanzieller Bedeutung ist und aus dem Bereich Hochschulen kommt. Da geht es um den Brandschaden bei der Frankfurt University of Applied Science. Und darüber hinaus ist ein etwas größerer Bereich dem Umweltministerium, also dem Einzelplan 09, zuzuordnen. Da geht es im Wesentlichen um Probleme, die unser Wald hat, und zwar um diejenigen, die mit dem Klima und seinen Auswirkungen mehr zu tun haben als mit den auch vorhandenen Folgen der Corona-Krise für die Volkswirtschaft. Es werden dort insgesamt für das erstgenannte Ziel und Zweck 11,5 Millionen € zusätzlich für Hessenforst benötigt. So einfach und so klar. Der relevantere Teil des zweiten Nachtragshaushalts ist natürlich der Bereich Finanzwirtschaft, konkret die Kapitel 1701 und 1703. Hier werden zum einen die Abwicklung des Digitalpakts Schule etatisiert, bestehend aus Bundes- und Landesanteil, und es wird die Verschränkung in Kapitel 1701 mit dem vorgesehenen Sondervermögen geleistet. Meine Damen und Herren, damit sind wir bei dem Kern unserer Auseinandersetzung. Das Sondervermögen, das gute Zukunftssicherungsgesetz. Wir haben klar unterschiedliche Positionen dazu hier in diesem Hause in dieser Frage. Die Koalition will das Sondervermögen als stabiles Fundament für den Wiederaufbau nach dem Lockdown und setzt dafür einen Rahmen von 12 Milliarden €. DIE LINKE übrigens will darüber hinausgehen und das Sondervermögen massiv vergrößern auf gut 20,5 Milliarden €, wie wir dem Änderungsantrag entnehmen können. Demgegenüber stehen jetzt die anderen Fraktionen, die das Sondervermögen ablehnen und über eine Kette von Haushalten und Nachtragshaushalten jeweils unter Berücksichtigung eigener finanzieller Wünsche in Form einer Springprozession agieren wollen. Meine Damen und Herren, die Alternative ist also klar. Hier ein Verfahren, das verlässlich ist, somit Vertrauen bei den Akteuren schafft, nämlich allen Akteuren, die wir für den Wiederaufbau ja so dringend benötigen, und dort ein Verfahren, wo immer wieder Ungewissheit herrscht, ob und wie es weitergeht, bis die SPD-Fraktion schließlich gönnerhaft für bestimmte Maßnahmen ihr grünes Licht gibt. Das ist die Entscheidungssituation. Sie ist einfach und klar. Und in Hessen gibt es sehr viele Menschen und Organisationen, die hoffen, ja darauf setzen, dass die Koalition sich durchsetzt und das Sondervermögen kommt. Meine Damen und Herren, letzte Woche hatten wir im Haushaltsausschuss beim Klatschen bitte an die Uhr denken. Letzte Woche hatten wir im Haushaltsausschuss die Anhörung zu den Gesetzen mit dem Ergebnis, dass die Kommunalen Spitzenverbände zwar gesagt haben, dass die Frage des Weges natürlich die Entscheidung des Landtags sei und sie keinen Weg vorzeichnen wollen, dass sie aber unisono größten Wert auf die Verlässlichkeit legen, damit sie planen und umsetzen können, auf dass der Aufbau wieder möglichst rasch gelingen möge. Meine Damen und Herren, besonders beeindruckt hat mich der Vizepräsident des Landkreistages, Landrat Dr. Schuster, Klammer auf, SPD, Klammer zu, aus dem Land Dillkreis, der mit den Worten, zitiere, da kannst du nichts falsch machen, angesichts der Lage auf den Finanzmärkten uns zu großzügigen Kreditaufnahmen deutlich riet. Noch klarer hat es der Landrat des Kreises Waldeck-Frankenberg in seinem Schreiben an den Finanzminister formuliert. Ich zitiere, mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass die Hessische Landesregierung die Bildung eines Sondervermögens Hessens gute Zukunft sichern auf den Weg gebracht hat, um die Folgen der Pandemie abzumildern und das Land zukunftsfähig zu gestalten. Soweit wörtlich Ihr SPD-Parteifreund Reinhard Kubert. Meine Damen und Herren, die Frage des Weges stellt natürlich auch
die Frage der Inhalte des Sondervermögens bzw. der Vorschläge von SPD und FDP zu ihrer Nachtragshaushaltsstrategie. Vieles an dem Vergleich zwischen Opposition und Regierung ist schon ähnlich. Die zeitliche Perspektive allerdings ist der entscheidende Punkt. Der reicht bei den Vorschlägen von SPD und FDP bis zum 31. Dezember 2020. Das bedeutet also, dass die Finanzierung weiterer Maßnahmen nach diesem Datum erst später geklärt werden kann. Besonders fällt bei den Nachtragsanträgen von SPD und FDP allerdings ihre Finanzierungsseite auf. Da will man die Rücklagen im Haushalt, und zwar sowohl die zentrale als auch die Ressortrücklagen, entleeren, weil man damit glaubt, den Kreditbedarf faktisch zu reduzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und FDP, das ist natürlich falsch. Was Sie wissen müssten, es handelt sich in diesen Fällen stets um kamerale Rücklagen. Ein Blick in die Bilanz des Landes oder auch aufmerksames Zuhören im Landesschuldenausschuss oder ein gewisses finanzwirtschaftliches Basiswissen würde Ihnen das deutlich machen. Es würde Ihnen deutlich machen, dass dort keine Goldklumpen oder Geldscheinstapel irgendwo rumliegen. Wenn dieses Geld eingesetzt und ausgezahlt werden soll, dann muss es ebenfalls über Kredite zunächst beschafft werden. Denn dabei handelt es sich, wie man so sagt, um Buchgeld. Und Sie wissen, das ist etwas völlig anderes als Papiergeld. Meine Damen und Herren, einen zweiten Punkt der Finanzierungsvorstellung von SPD und FDP möchte ich noch ansprechen. Sie wollen insgesamt 900 Millionen € globale Minderausgaben mit dem Titel weitere Einsparungen im Haushalt darstellen. Das sind 700 Millionen € mehr als im Vorschlag der Landesregierung. Ist Ihnen eigentlich klar, was das bedeutet? Bei einem Ansatz von rund 70.000 € Stellenkosten im Durchschnitt pro Stelle entspricht Ihr Antrag dem Streichen von rund 10.000 Stellen im Landesdienst. Das hieße doch, dass mindestens ab sofort eine vollständige Stellenwiederbesetzungssperre die Folge wäre. Keine neuen Polizeibeamten, keine neuen Lehrerinnen und Lehrer, keine neuen Mitarbeiter der Finanzverwaltung und so weiter dürften mehr beschäftigt werden. Und dies in Zeiten, in denen wir den Wiederaufbau gemeinsam managen wollen. Meine Damen und Herren, das sind absurde Vorstellungen. Verehrte Kolleginnen von SPD und FDP, nein, das Sondervermögen ist richtig und wichtig für eine gute Zukunft unseres Landes. Die Unterstützung außerhalb dieses Saales ist groß, wie wir gehört haben. Die berechtigten Erwartungen der Hessinnen und Hessen sind eher noch größer. SPD und FDP sind mit Vollgas in die Sackgasse gerauscht. Sie wissen jetzt nicht, wie sie wenden sollen, und lassen ihren Ärger darüber an uns hier aus. Das ist alles zulässig, und wir werden das alles ertragen. Nur wird dies die Koalition nicht von ihrem, dem eindeutig richtigen Kurs abbringen. Meine Damen und Herren, abschließend beantrage ich noch für die beiden Gesetze neben dem Nachtragshaushalt ebenfalls die dritte Lesung, dass wir in den nächsten Sitzungen das Paket weiterhin zusammen erörtern können. Es gehört zusammen, wie Hessen den Zusammenhalt benötigt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD, ja, sei so lieb. Jo, danke, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! Nach beeindruckend fairen, seriösen und ausgewogenen Gesprächen und Absprachen zwischen der Regierung und Opposition im März 2020 sind wir aktuell
und wahrscheinlich endgültig im Basar angekommen. Nach der Verhandlung treten die Verlierer vor die Tür und sagen, wir waren zu anständig für diesen Club. Das lässt natürlich sehr pikante Rückschlüsse auf die andere Seite zu. Großen Projekten sollte man Namen geben, bei denen Nennung sofort erkennbar ist, was einen da erwartet. Herr Draghi rettete oder beerdigte, das kann man differenziert betrachten, den Euro mit whatever it takes. Das Wort Bazooka ist nicht die Erfindung, aber ein Favorit von Olaf Scholz. Als ob das nicht genüge, legte Scholz mit seinem Wumms noch einmal nach. Auch da wissen wir erst in Jahrzehnten, ob sein Programm mehr schadet als nutzt. Da durfte die hessische Regierung natürlich nicht fehlen. Ihr Ziel ist es, mit einem etwas vergessenen, sehr allgemein gehaltenen Artikel 88 der Verfassung ihre eigene große Idee, die Schuldenbremse zu beerdigen. Genau in dem Jahr 2020, in dem endlich der Schlussstein in das mächtige Gebäude eingebaut werden sollte, wer hätte gedacht, dass die Achillesferse der Schuldenbremse beim Artikel 88 zu suchen ist? Es fehlt jetzt noch die Überschrift. Bündnis 90 Grüne werden es nicht zulassen, dass die Regierung einen militärischen Begriff verwendet. Ich tendiere zum Giftschrank. Etwas Hinterhältiges sollte es schon sein. Wenn ein Arzt einem Patienten zu einer Therapie mit einem Arzneimittel rät, welches die einzige ihm bekannte und damit alternativlose Möglichkeit ist, um das Leben dieses Menschen in einer lebensbedrohenden Situation zu retten, ihn vor schweren Folgenschäden zu bewahren, so wird dieser Patient aller Voraussicht nach in die Behandlung notgedrungen einwilligen und die in vielen Fällen unvermeidbaren, oft unangenehmen und sogar schädlichen Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Ich möchte den Gedanken übertragen auf das Konzept der Landesregierung und des neuen Finanzministers für die Lösung nach deren Einschätzung unbedingt notwendig erachteten Maßnahmen, ein Sondervermögen über 12 Milliarden € einzurichten. Die Nebenwirkungen werden, wie in vorherigen Vorträgen ja auch schon angesprochen ist, werden gewaltig sein. Die Frage ist, ist die Therapie wirklich notwendig und ist sie alternativlos? Das Argument, dass die notwendige Abgrenzung der Ausgaben und der notwendigen Kredite nur in einem eigenständigen Sondervermögen zu realisieren ist, ist vorgeschoben. Jeder halbwegs qualifizierte Controller kann erklären, wieso etwas innerhalb einer normalen Buchhaltung oder Verwaltung gemacht wird. Die Landesregierung hat ausgezeichnete Mitarbeiter im Finanzministerium und der Verwaltung, die so etwas können. Die entstandenen und vorhersehbaren Probleme können im Rahmen der normalen Haushaltsgesetze mit entsprechenden Nachtragshaushalten gelöst werden. Wir haben die Anträge für die Veränderungen eingereicht. Diese werden im Haushaltsausschuss zur Abstimmung und Entscheidung vorgelegt. Wir haben bei den einzelnen Positionen, und zwar den Größenordnungen, mit Genugtuung einen bemerkenswerten Gleichklang mit den Anträgen der SPD und der FDP festgestellt. Und das, obwohl wir von den Informationen und den Verhandlungen mit der Regierung ausgeschlossen waren. Wie auch hier schon erwähnt, ist in Übereinstimmung mit den rechtlichen, haushalterischen Ausarbeitungen des Rechnungshofs und des Steuerzahlerbundes kommen wir zu dem Schluss, dass der zweite Nachtragshaushalt, so wie er von der Regierung eingebracht wurde, mit einem Kreditvolumen von 1,8 Milliarden € in diesem Jahr einfach nicht benötigt wird, Herr Kaufmann. Diese Belastungen können in Gänze aus dem Rücklagenbestand getragen werden. Die Mittel von 2 Milliarden € aus dem ersten Nachtragshaushalt 2020 sind nach den Unterlagen des Finanzministeriums schon eingesetzt oder bereits gebunden. Wir benötigen bis Ende des Jahres aber leider noch einmal einen Nachtragshaushalt über 3 Milliarden €. Sie sprachen von über 4, wobei die größten Positionen die Übernahme des zusätzlichen Finanzbedarfs der Kommunen und die Kofinanzierung der Bundesprogramme sind. Das war und ist alles machbar. Im Vertrauen, in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der hessischen Opposition hier im Landtag, in großer Verantwortung für unser Land und oft unter Missachtung eigener parteipolitischer Interessen. Einen solchen Landtag, eine solche Opposition kann sich eine Regierung mit der denkbar kleinsten Mehrheit von einer einzigen Stimme nur wünschen. Warum die Regierung das vollkommen unnötig aufs Spiel setzt, wird ihr Geheimnis bleiben. Wir erkennen Züge von Panik bei den Handelnden.
Damit könnten wir in Ruhe und der notwendigen Sicherheit den Herbst und sogar das Jahresende erreichen. Im September erwarten wir deutlich mehr Klarheit über das Aufkommen der verschiedenen Steuerarten in den Kommunen, im Land und im Bund. Außerdem wird es bis dahin möglich sein, die verschiedenen Programme und Projekte im Land, im Bund und sogar in der EU und der EZB besser zu koordinieren. Die Entwicklung der Corona-Epidemie wird einschätzbar, die Folgen für die Wirtschaft werden klarer in Deutschland und in anderen Ländern der EU. Sogar die Zeit bis zur Verfügung über einen Impfstoff wird absehbar. Die Kommunen und Städte, Sie haben ja hier gesessen auf diesen Stühlen, schließen sich dieser Sichtweise und diesen Verfahren in bemerkenswerter Einsicht an, wie wir bei den Anhörungen hier im Landtag erfahren durften. Wir dürfen bei dem Einsatz dieser Milliarden jetzt keine Fehler mehr machen. Wir müssen absolut sicher sein, dass wir das Geld des Landes, des Bundes und der EU nicht in die falschen Projekte investieren. Da wir mit unseren Reserven aus den Rücklagen jedenfalls theoretisch gerade einmal die diesjährigen Steuermindereinnahmen abdecken können und daher alle zusätzlichen Ausgaben über gewaltige Kredite finanzieren müssen, sollten wir die Entscheidungen mit ruhiger Hand und nicht in Panik treffen. In dieser Situation ohne jeden Grund einen grundsätzlichen Streit über die Auslegung von Gesetzen vom Zaun zu brechen, kann nur falsch und nachteilig sein. Die im Zusammenhang mit dem Eingang der Schuldenbremse in die hessische Verfassung geschaffenen Hürden für die Aufnahme von Krediten zur Schuldenfinanzierung des Haushalts wurden bisher insbesondere von der CDU, Herr Berliner, als historische Errungenschaft gefeiert. Das neue Gesetz der Regierung zur Änderung des Ausführungsgesetzes ist keine Lappalie, sondern fügt dem gesamten Konzept der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse unheilbaren Schaden zu. Wir gehen davon aus, dass dieser Schritt in Zukunft nicht mehr rückgängig zu machen sein wird. Die Regierung muss sich der Frage stellen, ob das von ihr gewagte Machtspiel für eigene kurzfristige Interessen nicht einen größeren Schaden hinterlassen wird, als es je nutzen könnte. Wir bewegen uns auf allen Ebenen und in allen Bereichen in eine äußerst ungünstige Ausgangsposition für die kommenden Herausforderungen. Neben den Maßnahmen, die die Regierung plant und damit dem Land Hessen für die nächsten 30 Jahre jeglichen fiskalischen Handlungsspielraum rauben, werden auch in Berlin und Brüssel ohne nennenswerte demokratische Abstimmung flankierende Maßnahmen, Programme aufgelegt, deren Spätfolgen unsere wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten 50 Jahren behindern werden. Die Nachhaltigkeit, das ist ja Ihr großes Wort, werden mit einer solchen Politik sehr fragwürdig. Die Haushalte des Landes, des Bundes und der EU sind kommunizierende Röhren geworden und müssen in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und Beeinflussung gesehen werden. Auf europäischer Ebene ist zudem der erkennbar werdende Paradigmenwechsel in der Gewährung von Finanzhilfen erschreckend. Während man lange versuchte, die Länder des sogenannten Club Med über gezielte Darlehen zur Selbsthilfe, das heißt zu Strukturreformen, zu stimulieren und zu befähigen, werden nun bedingungslose Zuwendungen und Zuschüsse, also Geschenke, vergeben. Da man offensichtlich jede Zuversicht verloren hat, das Geldvolumen über große Wachstumsraten wieder einfangen zu können, versucht die EZB unter Missachtung vieler der in den Verträgen formulierten Grundsätze eine künstliche Inflation auszulösen. Bisher hatte die dazu notwendige negative Zinsentwicklung lediglich die Folge, dass die privaten Vermögen, vor allem der Deutschen, mit dreistelligen Milliardenverlusten beschädigt wurden. Unser Entwicklungsminister Müller setzt sich bei der Weltbank für das Erlassen der Schulden aus nicht mehr von den Ländern rückzahlbaren Entwicklungshilfen ein. Im Falle von armen Schluckern wie Mali, Burkina Faso, Togo, Mauretanien mag das vernünftig sein. Dass aber in Ländern wie Italien, Spanien, Griechenland und sogar Frankreich durch die verfehlte Politik der EU und des Euro jetzt in diese Kategorie der Länder, denen man das Geld schenken muss, fallen, kann uns unter dem Begriff der Solidarität nicht verständlich gemacht werden. Diese vier Länder haben keine finanziellen Probleme, hätten jedenfalls in den letzten 10 Jahren die ihnen praktisch kostenlos zur Verfügung gestellten Mittel besser einsetzen müssen. Sie haben vielmehr ein Problem mit ihren Steuergesetzen, mit ihrer Verwaltung und ihrer Organisation.
Wie kann man glauben, dass geschenktes Geld in diesen entwickelten Ländern zu Reformen führt, die man mit der weitgehenden Übernahme der Zinslasten für Staatsschulden nicht auslösen konnte? Wer hat in letzter Zeit noch einmal etwas gehört von der Reform der Pensions- und Rentensysteme in Frankreich? Die Absurdität der EU wird auf die Spitze getrieben, wenn auch wir über Brüssel Geld geschenkt bekommen, unser eigenes Geld, und dafür Frau von der Leyen auch noch Dankeschön sagen sollen. Die Mechanismen der EU erinnern in frappierender Weise an das Vorgehen der jetzigen hessischen Regierung. Auch hier sollen gewaltige Beträge über Kredite finanziert werden, wobei man aber noch gar nicht im Detail so richtig weiß, wofür und wann sie eingesetzt werden sollen. Das kann nur eine Regierung gutheißen, die meint, eine Glaskugel, Herr Bellino, zu besitzen, in der sie die Entwicklung der nächsten 3 Jahre mit großer Präzision lesen könnte. Wir hingegen bevorzugen in der gegenwärtigen, sehr unsicheren Situation ein vorsichtiges und flexibles Auf-Sicht-Fahren, sowohl bei den Einnahmen, die ja im Haushalt sehr oft synonym für Kredite sind, und die Ausgaben. Der Abgeordnete Bellino hat mir gestern im Landtag die Arroganz unterstellt, zu meinen, im Besitz einer Glaskugel zu sein. Haben Sie gesagt. Die Logik schlägt hier Purzelbäume, Herr Bellino. Wir sollten zurückkehren zu einem Verfahren, bei dem wir flexibel auf die weder von Seiten der Regierung noch von uns nicht zu beherrschenden, nicht zu beeinflussten Ereignisse reagieren können. Die ab März 2020 gemeinsam gemachten Erfahrungen sprechen dafür, dass dies möglich ist, im Rahmen einer jährlichen Haushaltsplanung und mit in ihrem Umfang zielgerecht limitierten Nachtragshaushalten, wann immer und in welcher Größenordnung nötig. Als konservative Partei reichen wir der Regierung dabei die Hand. Die Regierung hat keinen Grund und keinen Anlass zu unterstellen, dass die Opposition dieses Landtags sich den notwendigen Maßnahmen verweigern würde. Drohungen und unter Ausgrenzung und mit Brachialgewalt durchgesetzte Gesetze verhärten die Fronten, und das hilft uns in diesen schwierigen Zeiten ganz bestimmt nicht weiter. Vielen Dank, Kollege Heidkamp. Das Wort hat der Abgeordnete René Rock. Fraktionsvorsitzende der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Corona-Krise hält die Welt, Europa, Deutschland und natürlich auch Hessen immer noch fest in ihrem Griff. Wir in Hessen und in Deutschland haben bis jetzt große Erfolge erzielen können in der Bewältigung dieser Krise. Deutschland kommt besser durch die Krise als viele andere Länder dieser Welt. Obwohl wir ja am Anfang eine Debatte bei dem einen oder anderen Politiker in Deutschland gehört haben, ob nicht totalitäre Systeme besser mit solchen Krisen umgehen könnten oder nicht, glaube ich, haben wir den Beweis hier in Deutschland, in Hessen angetreten, dass freie Gesellschaften auch in Krisensituationen in der Lage sind, sich verantwortlich und solidarisch zu verhalten. In dieser Krise ist unser Land zusammengerückt. Bürgerinnen und Bürger entwickeln Eigeninitiative zur Solidarität, sammeln Spenden, helfen Nachbarn, kaufen ein, helfen sich, Rücken zu Rücken auseinander und doch zusammen. Und es ist eine Zeit, in der man sich besinnt und sich noch einmal klar macht, was ist wirklich wichtig im Leben, die Gesundheit, die Sicherheit, die Zukunft und der Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Überall in unserem Land reicht man sich die Hand, rückt zusammen, hält zusammen. In den Volksvertretungen, überall in Deutschland, fasst man breite Beschlüsse, um auch deutlich zu machen, dass das, was bei den Menschen gilt, auch in den Parlamenten in Deutschland gilt. Das ist eigentlich überall in unserem Land so. Der Staat gewinnt Vertrauen zurück bei seinen Bürgern. Die Gesundheitsinstitutionen gewinnen Vertrauen zurück. Die Menschen erkennen, was für ein gutes Gesundheitssystem wir haben in unserem Land. Wir zeigen auf, wo unsere Stärken liegen. Und über allem steht der Zusammenhalt.
Und das gilt überall in Deutschland, nur seit gestern nicht mehr in Hessen. Und das treibt natürlich mich als Abgeordneten und ich denke viele in diesem Saal um. Wieso ist das in Hessen anders als überall sonst, egal welche Konstellation, welche Regierung, wer an der Macht ist? Warum ist es nur hier anders? Woran könnte das liegen? Und das treibt einen natürlich wirklich um. Und die Frage stellt sich, was machen wir denn anders hier? Und, lieber Kollege Lambrou, Sie haben sich hier sehr aus dem Fenster gelehnt, was Sie alles kritisieren an der Landesregierung. Und Sie haben sich gegen den Fonds ausgesprochen, der hier gestern auf den, oder die Aufhebung der Zweidrittelregelung in der Schuldenbremse ausgesprochen, die hier auf den Weg gebracht worden ist, lieber Herr Lambrou, und haben hier sich mit breiter Brust hingestellt. Die Regierung hat doch gar keine eigene Mehrheit gehabt. Nur durch ihr dilettantisches Auftreten als Fraktion hier konnte das Gesetz doch hier eine Mehrheit bekommen. Das ist doch die Wahrheit in diesem Raum. Ja, arbeiten Sie doch einmal an Ihrer eigenen Performance als AfD und zeigen Sie nicht immer auf andere mit so einem komischen Gestus, den Sie da an sich haben. Aber ich möchte mich ja nicht mit Ihnen beschäftigen, sondern mit dem Zusammenhalt in unserem Land. Und darum habe ich mir noch einmal vor Augen geführt, was ist denn passiert seit dem März dieses Jahres? Was war denn los in unserem Land? Und ich erinnere mich an die Diskussionen, die wir geführt haben. Und nicht alles war perfekt, was diese Landesregierung im Zuge dieser Krise getan hat. Ich erinnere mich an die Diskussion, gehen jetzt 40.000 ins Eintrachtstadion oder nicht? Ich erinnere mich an die Diskussion, muss man eine Maske tragen oder nicht? Werden die Schulen zugemacht oder nicht? All das haben wir hier in diesem Landtag nie groß thematisiert. Wir haben das hier alles hingenommen, weil in einer Krise klar ist, dass man nicht nur alles richtig machen kann, sondern dass man in der Krise auch einmal sagen muss, man hat es versucht und es hat nicht geklappt, aber wir stehen zusammen und wir suchen ja alle gemeinsam einen Weg. Das haben wir nicht groß thematisiert, das hätte man tun können, haben wir als Opposition nicht getan. Sondern was haben wir getan, lieber Herr Ministerpräsident, liebe Kollegin von der CDU und den Grünen? Thomas Schäfer hat als Finanzminister, der verstorbene Finanzminister, hat uns angerufen und hat gesagt, ich brauche 2 Milliarden. Erst sagte er, er braucht 1 Milliarde. Dann hat er gesagt, nein, es ist alles so schlimm, ich brauche 2 Milliarden. Und dann haben wir genau vor 3 Monaten in diesem Haus, genau vor 3 Monaten in diesem Haus innerhalb eines Tages dieser Landesregierung einen Vertrauensvorschuss gegeben und haben Ihnen als Hessischer Landtag mit gigantischer Mehrheit 2 Milliarden € bewilligt. Das ist doch ganz klar, dass wir dieser Regierung die Hand gereicht haben und gemeinsam und geschlossen vorangehen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Und dann versuchen Sie immer hier über Handlungsfähigkeit der Regierung zu sprechen. Ich habe mich einmal gefragt, was ist denn eigentlich aus den ersten 2 Milliarden geworden, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben? Sie haben es geschafft, in diesen 3 Monaten davon rund 600 Millionen € auszugeben. In 3 Monaten haben Sie von diesen 2 Milliarden bis jetzt 600 Millionen € ausgegeben. Und 1,2 Milliarden € haben Sie beplant, also wo Sie sagen, da wissen wir schon, was wir mitmachen wollen. Sie sind doch handlungsfähig. Sie können doch den Bürgerinnen und Bürgern helfen. Sie haben doch alle Möglichkeiten, das zu tun. Und jetzt haben wir die Diskussion gehabt, wie halten wir das Land handlungsfähig. Und dann haben wir Ihnen einen ganz konkreten Vorschlag auf den Tisch gelegt. Und wir haben uns in 6 Verhandlungsrunden bereit erklärt, im Vorhinein Ihnen schon Geld zur Verfügung zu stellen. Wir haben Ihnen erklärt, sagen Sie, was Sie brauchen, warum Sie es brauchen. Wir stellen es Ihnen zur Verfügung. Und wir haben Ihnen sogar mehr Geld zur Verfügung gestellt, als Sie eigentlich gefordert haben. Sie haben gesagt, Sie brauchen dieses Jahr noch zusätzliche 4 Milliarden. Und man sich manchmal fragt, wie wollen Sie das überhaupt alles ausgeben? Und wir haben noch einmal überlegt, was könnte überhaupt noch in Frage kommen? Was könnte man noch zusätzlich brauchen? Und haben daraus 4,5 Milliarden € gemacht, die Sie noch in 6 Monaten zur Verfügung hätten, um in diesem Land den Menschen zu helfen, zusätzlich zu den 1,2, die Sie noch haben. Also Sie hätten noch 5,7 Milliarden Euro, die Sie in 6 Monaten verausgaben könnten, um in diesem Land diese Krise zu bewältigen. Was wollen Sie denn von der Opposition noch, sehr geehrte Damen und Herren von der Regierung? Was noch? Wir haben uns in 6 Runden, da hat die Regierung jetzt gesagt, na ja, das waren ja nur Kränzchen. Wir haben uns in 6 Runden bereit erklärt, vor der Einbringung des Gesetzes mit Ihnen zu reden. Wir haben uns bereit erklärt, während der Einbringung und immer noch bereit erklärt, mit Ihnen zu reden.
Aber Sie haben doch gar nichts vorgelegt, außer dem, was Sie sowieso auf dem Tisch hatten. Sie haben ja nie einen Kompromiss in Aussicht gestellt. Und ich muss Ihnen auch sagen, für meine Fraktion wären wir auch den Weg mitgegangen, den wir es beim ersten Mal erlebt haben, dass Sie gesagt haben, das ist die Anforderung, die wir haben, das ist begründet, Sie begründen uns das, und dann würden wir so einem Portfolio, wenn das dann irgendwie nachvollziehbar ist, natürlich auch zustimmen, wie das letzte Mal. Wir haben nie gefordert, an Ihrem Kabinettstisch zu sitzen, wie Sie es jetzt versuchen, hier irgendwie darzustellen, sondern wir haben Ihnen klar gesagt, dass wir mit diesem Fonds ein Problem haben. Und das will ich auch aus meiner Sicht noch einmal deutlich machen. Warum haben wir mit Ihrem Fondsgesetz, in dem Sie 12 Milliarden Euro zu 1,7 Milliarden, die Sie am Nachtrag noch fordern. Also 13,7 Milliarden Euro wollen Sie jetzt in einer Woche durchwinken an zusätzlichen Schulden für dieses Land. Dass wir da doch einmal Fragen stellen und überlegen, braucht man das, ist doch selbstverständlich. Und was hat denn dieser Fonds für Instrumente? Wir haben als Erstes gesagt, wir wissen zurzeit nicht, ob die Maßnahmen, die der Bund jetzt in Gang setzt, die Konjunkturmaßnahmen, ob die Wirkung zeigen oder nicht. Wir wissen auch, dass die Steuerschätzer von einem V ausgehen der Entwicklung. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, wir haben ein bisschen längeres Tal, also eine U-Entwicklung, oder es gibt Leute, die sagen, wir haben eine L-Entwicklung. Das wissen wir alles nicht. Sondern wir haben gesagt, wenn wir denn längerfristig auch über das nächste Jahr sprechen wollen, wenn ihr da mehr Geld braucht, dann lasst uns doch einmal den September abwarten und lasst uns dann im September noch einmal über weitergehende Lösungen reden. Wir haben uns doch gar nicht grundsätzlich allem verschlossen, sondern wir haben gesagt, das ist für uns alles jetzt nicht nachvollziehbar, wie die Entwicklung im nächsten Jahr ist, sondern wir wollen einfach noch einmal 3 Monate zuwarten. Aber Sie wollten jetzt die verbindliche Zusage zu 13,7 Milliarden € zusätzlicher Verschuldung für das Land Hessen. Und die war für uns nicht nachvollziehbar. Wir haben immer wieder gesagt, begründen Sie es doch einfach einmal, sagen Sie es doch einmal, wo es herkommt. Und dann haben Sie diesen Fonds auf den Tisch gelegt. Und dieser Fonds hat aus unserer Sicht natürlich einige ganz große Probleme. Ich will nur einmal 3 nennen. Sie schreiben in diesem Fonds die Pandemie für 4 Jahre fest. Sie schreiben in diesem Fonds den Ausnahmezustand der Pandemie für 4 Jahre fest. Wer sind Sie denn, dass Sie das wissen? Und das will ich auch nicht akzeptieren, dass diese Pandemie unser Land noch 4 Jahre in dieser Form im Bürgergriff hält. Das will ich nicht, und alle tun alles, um das zu verhindern in diesem Land. Sie schreiben für die gesamte Legislaturperiode dieser Regierung die Pandemie einfach fest. Das ist nicht nachvollziehbar. Das ist auch nicht in irgendeiner Weise belegbar. Und das wollen wir auch nicht. Und darum geben wir das viele Geld aus, um auch das zu verhindern. Dann sagen Sie, na ja, der Fonds, der ist ja im Endeffekt ja nur so eine Zukunftsperspektive für die nächsten 4 Jahre. Und ich sage Ihnen, es ist ein Schuldenfonds für die nächsten 4 Jahre. Und was bedeutet dieser Fonds eben faktisch? Und das haben Sie ja deutlich gemacht. Es bedeutet der Notausgang für Helden, wenn man sich nicht an die Volksabstimmung halten möchte, in der 70% der Hessen gesagt haben, wir wollen eine echte Schuldenbremse in der Verfassung, dann mache ich einen Schattenhaushalt als Fonds und hebel die Verfassung für 4 Jahre lang aus. Sie missbrauchen die Krise für machtpolitische Spielchen, um 4 Jahre lang freie Hand von der Schuldenbremse zu haben. Und das ist Wortbruch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Das ist vor allem Wortbruch der Wähler der Union in diesem Land, weil die gedacht haben, sie stehen zu den Ergebnissen, sie stehen zu den Ergebnissen der Volksabstimmung und hintergehen die Bürgerinnen nicht. Das ist Wortbruch, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn Sie natürlich getrieben sind von dieser Idee, die nächste Legislatur, also die gesamte Legislaturperiode, sich mit dem Thema Schuldenbremse nicht mehr auseinandersetzen zu müssen, egal ob es die Corona-Krise noch gibt oder nicht. Das ist ja für Sie ja irgendwie der Anspruch, den Sie gerne hier durchsetzen würden im Schatten dieser Krise. Dann gehen Sie doch trotzdem ein riesiges Risiko ein. Der Herr Kaufmann, der ja hier als Torpedo für jegliches Zusammenarbeit auftritt und das ja auch schon in den Gesprächen getan hat, nachdem er sich in die Gespräche eingeschaltet hat, war ja klar, in welche Richtung das hier geht. Sie haben es ja hier mehrfach gesehen. Die Grünen führen die CDU hier am grünen Nasenring durch die Manege und verlangen von Ihnen ihre
Ja, ist doch so. Das ist doch so. Sie verlangen von der Union die Grundsätze, die Sie hier an dieser Stelle gemeinsam mit Freien Demokraten in aller Werfe vertreten haben, die aufzugeben, um sich hier einen solchen Schattenhaushalt zu genehmigen. Das ist doch nicht Ihre Idee gewesen. Das kommt doch ganz klar von da drüben. Und das ist doch ganz klar, was dahinter steht. Das war doch in dieser Liste, die Sie vorgelegt haben, mit diesen ganzen grünen Passi, die da untergebracht haben, was da alles noch erledigt werden sollte, was nicht im Koalitionsvertrag gepasst hat, kann doch jeder nachlesen. Das ist doch so deutlich gewesen. Deutlicher geht es gar nicht. Und ich will noch einmal sagen, was Sie für ein Risiko eingehen. Dieser Fonds könnte nämlich auch verfassungsrechtliche Bedenken auslösen. Dieser Fonds könnte womöglich verfassungswidrig sein. Das heißt, dass Sie Ihre Haushalte vielleicht auf Sand bauen. Sie zocken in dieser Art und Weise mit der Zukunft dieses Landes. Sie tun nämlich genau das Gegenteil von dem, was Sie hier erzählen. Sie gehen rechtliche Risiken ein, um die Schuldenbremse auszuhebeln, um die nächsten 4 Jahre Ihrer Regierungszeit freie Hand zu haben. Sie zocken auf die Zukunft dieses Landes, und das ist unverantwortlich, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben gemeinsam mit der Sozialdemokratie einen Nachtragshaushalt vorgelegt. Und das ist nicht selbstverständlich, dass die Sozialdemokratie und die Freien Demokraten sich auf Grundsätze hier einigen können. Wir haben als Grundlage die Vorschläge aus dem Finanzministerium genommen, haben versucht, die noch auszubauen und zu optimieren, und haben hier gemeinsam was vorgelegt, dass wir gerne auch ganz konstruktiv und sachlich in jeder einzelnen Position mit Ihnen beraten hätten und dann vielleicht noch verbessert hätten mit Ihren Vorschlägen. Dieses Land ist handlungsfähig, wenn Sie unseren Gesetzentwurf, unseren Änderungsantrag annehmen. Und das ist klar nachvollziehbar. Und alles andere, was Sie hier erzählen, ist blanke Unwahrheit. Sie sind handlungsfähig jederzeit. Und ich sage es noch einmal. Vor 3 Monaten standen wir hier. Und bitte lesen Sie einmal die Reden aller, die hier an diesem Pult standen, nach. Ich habe es gemacht. Bitte lesen Sie diese Reden nach und nehmen Sie sie ernst. Drehen Sie die Uhr zurück, liebe Regierung. Lieber der Ministerpräsident ist, der ist nicht, das tut mir leid. Liebe Landesregierung, ich sage Ihnen das jetzt noch einmal in aller Aufrichtigkeit, die mir möglich ist in dieser Situation. Ich sage Ihnen noch einmal ganz deutlich, dieses Land hat einen großen Schulterschluss in dieser Volksvertretung verdient, und er ist notwendig, um dieses Land durch diese Krise zu führen. Drehen Sie die Zeit zurück. Drehen Sie die Zeit auf 3 Monate zurück. Nehmen Sie diese Wortbeiträge, nehmen Sie diese Willensbekundungen, die hier vor 3 Monaten gehalten worden sind. Spulen Sie dahin zurück, nehmen Sie die ernst, blenden Sie die von gestern aus, und nehmen Sie die Dinge ernst, die Sie selbst hier vor 3 Monaten gesagt haben. Und ich sage das auch genau wie Nancy Faeser von der SPD, sage ich das genauso. Unsere Hand bleibt ausgestreckt bis zum letzten Tag, den Sie hier haben, um diesen Nachtrag noch selbst durchzupeitschen. Wir sind jederzeit verhandlungsbereit. Vielen Dank.